wollte unbedingt mal anfangen mit Hallo. Oh, ihr seid schon da. Das ist ja was. Ich finde das immer so super, wenn du dir so gerade Scripted Reality anguckst. Ne? Die Kamera ist schon im Haus, der Besitzer schließt auf. So, ja, heute kommt noch ein Kamerateam, ich bin ganz aufgeregt. Spricht in die Kamera, ne? So ist es. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV, noch ein Vlog, ne? Jetzt dreht der Glas mal völlig durch, denkt ihr vielleicht. Aber ich muss weitermachen, habe heute ein bisschen Zeit noch gefunden und will die restlichen Aufkleber abkratzen oder vielleicht auch schon ein bisschen was an der Holzverkleidung abbauen oder die ausbauen. Zudem ist das erste Vlog online und eure ersten Fragen sehe ich auch schon. Die kann ich hier gleich beantworten, ne? Und keine Sorge, gibt nicht jetzt jeden Tag ein Vlog. Aber erstmal muss ich mich hier fertig machen. Was ich sagen wollte, wir haben 4 Grad hier draußen im Bilsterberg. In der Halle ist es zum Glück mal ein bisschen wärmer. Aber als ich heute Morgen um 9 eigentlich hier schon herfahren wollte, stand ich draußen auf der Terrasse kurz und dachte, nee. Und dann gegen Mittag habe ich gedacht, jetzt musst du aber echt mal los, ne? Ja, Zwiebellook habe ich auch, die Jacke mache ich wieder zu. Ich habe das Hallentor auch gemacht, weil komischerweise, ich kann es überhaupt nicht ertragen, wenn das zu ist. Das fühle ich mich wie eingesperrt, obwohl es ja hier alles räumlich ist. Gut, auf der anderen Seite habe ich ja noch unten diesen Fitzel, den habe ich noch nicht weggemacht. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen Strecke machen und darum muss Horst jetzt erstmal verschwinden. Ich habe nur mal recherchiert im Internet, ob es irgendeinen Trick gibt, dass ich die Folie einfach runterkriege, aber da stand auch nur was von warmer Luft oder irgendwelchen Chemiesachen. Chemie habe ich immer keinen Bock drauf. Kleiner Tipp war noch dabei, man sollte mal eine Scheckkarte nehmen. Ich habe jetzt hier so einen Plastikkofferanhänger, die haben wir zuhauf immer an den Fahrveranstaltungen gekriegt. Ich habe zum Glück noch eine hier, ich habe die anderen alle weggeschmissen. Das probiere ich jetzt mal aus. Festzustellen, dass diese Plastikkarte wirklich ungemein hilft und solltet ihr sowas auch mal vorhaben, machen müssen, dazu verdonnert werden, was auch immer. Es empfiehlt sich zwar das Ganze warm zu machen, wirklich nur warm, nicht heiß. Und wenn ihr die Aufkleber selbst abzieht, dann nehmt den Föhn auf jeden Fall weg, sonst wird es der Kunststoff zu warm und reißt dann wieder auseinander. Also an der Stelle dann einfach mal ein bisschen weniger Gas geben. Natürlich alles ordentlich und gleich kommt es auch noch in die Tonne. Und jetzt kommt hier mein Endgegner. Ne? Ich vermute mal, dass da irgendwelche Schrauben drunter sind und ich weiß auch nicht wirklich, ob das von außen oder von innen oder durchfoliert ist, keine Ahnung. Muss ich jetzt erstmal gucken. Nicht perfekt, aber es ist von innen geschraubt. Muss ich mal sehen, ob ich das überhaupt loskriege. Da drunter ist jetzt noch so ein bisschen Folie. Die will ich natürlich auch ganz gerne noch abbekommen. Aber dafür müssen wir uns erstmal dem Innenraum widmen. Ja, klitzekleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben ja im Bilsterberg hier überall mehr Mülltonnen, also 3 Mülltonnen. Restmüll, Papier und gelber Sack. Hier wird tatsächlich getrennt. Das ist Plastik, geht in den gelben Sack. So, das Erdgasfahren und Sparen hier, das würde ich eigentlich ganz gerne lassen, bin aber noch unentschlossen, ob ich das mache. Wenn ich die Kommentare richtig gelesen habe, ist erstmal hier die Reflexionsdinger lassen, wobei einer Einwände hatte, das könnte ein rechtliches Problem sein, weil das nicht für jedermann gestattet ist, aber im ersten Schritt lasse ich das mal. Ja, jetzt ist nichts mehr EWE. Also ex-EWE. Und natürlich sieht man das hier alles noch. Aber wie gesagt, auch das, da muss ich mal ordentlich waschen
und dann gucken, was da noch übrig bleibt und wie ich das dann noch wegkriege. Und dann wird der halt poliert, ne? Und in der Hoffnung, dass die Schriftzüge dann ganz verschwinden. Ja, was ich total super finde bei dieser Dauerwerbesendung, die ich ja jetzt machen darf und auch mache, einfach um mich zu schützen, ich kann tatsächlich Werbung mit einbauen, auch wenn die in diesem Fall vollkommen unbezahlt ist, denn mein Partner Y-Food hat mir zwar diese Riegel geschickt, aber wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, dass ich die auch bewerbe bzw. überhaupt nenne. Ich hatte ihn aber gebeten, schick mir die doch mal, weil man die halt besser im Flugzeug mitnehmen kann. Das sind jetzt hier 75 Gramm und oh, jetzt wird es ein bisschen peinlich für mich. 250 Kalorien. Die halbe Literflasche hat ja 500 Kalorien. Also denke ich, müsste mich dieser Riegel zumindest 2 Stunden satt machen. Und ja, man kann sich auch Stullen schmieren. Ne? Mein Problem ist bloß immer, ich weiß gar nicht, was ich mache. Also so generell. In diesem Fall... In diesem Fall wusste ich nicht, wann ich heute hierher fahre, ob ich überhaupt fahre, ob ich noch was zu Hause esse, und dann vergesse ich das Essen immer und dann komme ich hier an und habe total den Knast halt. Und ich schneide das zwar als Werbeunterbrechung einfach mal rein ins Vlog, aber ich drehe es ganz zum Anfang. So viel Fairness muss sein. Es ist White Chocolate. So sieht das Ding aus. Ravetta, wird nicht weniger im Mund. Also, ich wollte das aber auch mal als Beleg zeigen. Ich konsumiere tatsächlich Y-Food, nicht in Unmengen, aber immer wieder, gerade hier in Bilsterberg, die Flaschen und jetzt auch die Riegel und auf längeren Strecken nehme ich mir gerne so eine Flasche mit, weil ich das Konzept ja cool finde. Ja, also unbezahlte Werbung, aber Werbung und was auch immer. Keine Ahnung. Und was wollte ich noch gesagt haben? Achso, ja, blende ich unten ein, das kann ich ja zumindest mal machen. Wenn ihr das Zeug auch mal ausprobieren wollt, gibt es einen Rabattcode, wenn ihr hier da unten, ne, im Videobeschreibungstext verlinkt. Rabattcode, lecker. Oh, schmeckt auch, ja. Gut. Ja, nächstes Projekt. Schlüssel holen. So, das ist das dritte Mal, dass ich das jetzt einspreche. Erstes Mal hatte ich Zeitraffer an. Und zum zweiten Mal habe ich auf Aufnahme gedrückt, als ich fertig war. Gut, gucken wir uns mal den Innenraum an, der da spinden soll. Erstmal hier so eine Geschichte. Das kann man runterklappen. Da ist auch noch so ein Zapfen. Und wenn ich den Zapfen ziehe, wenn das Ding unten ist, rastet das da an. Ein, zumindest halbwegs. Und ich tue jetzt nicht überrascht, wenn es nochmal hochkommt. Das hat es nämlich die anderen Male auch schon gemacht. Da unten 6-Kant-Schrauben, das wird einfach. Hier, das ist alles mit so Winkeln geschraubt. Das sieht auch erstmal einfach aus. Mein Wunsch ist es ja, dass ich hier hinten die Holzverkleidung an den Wänden, dass ich die behalten kann. Ich möchte lediglich die Regale und die Schubladen und so raus. Und das ist schon schön gemacht hier, ne? Also die EWE, wenn ich es richtig verstanden habe, hat eine eigene Tischlerei und die baut dann die Bullis aus. Aber wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn, das wieder rauszuholen. Wenn man damit fertig ist, ne? Weil der Aufwand wahrscheinlich genauso groß ist. Achso, den habe ich ja jetzt, den Aufwand, ne? Ja, okay, dann schauen wir mal. Jedenfalls, ich wollte es euch zumindest einmal ansatzweise zeigen, weil ich das so schön finde. Hier, ne, das sind alles so pfiffige Lösungen, die gemacht haben. Das kriege ich jetzt nicht raus, ja, hier vielleicht. Hier sind richtige Schubladen und hier, guck mal, ne, mit guten Scharnieren. Alles dabei. Und auch diese Holzkästchen. Die finde ich halt wirklich schön. Ja, und das ist hier halt auch alles. Und das Problem wird sein, hier in dieser Wand haben wir jetzt nicht genug Licht, macht aber nichts. Da ist das Regal mit der hinteren Wand verschraubt und die möchte ich ja behalten, weil dahinter die Gasflaschen sind. Ja. Gut. Lamentieren hilft natürlich nichts. Es muss ja gemacht werden, aber was ich auch nicht verstehe, warum ich eben nicht einfach mal die Seitentür aufgemacht habe, weil dann hat man ja ein bisschen Licht. Und da sieht man übrigens schon diese Entlüftungsklappe, das ist verschallt, die werde ich wahrscheinlich so gar nicht rauskriegen. Na toll, dickes Ding. Aber jetzt kann ich euch das nochmal zeigen, was ich meinte mit der Wand. Also diesen Kasten will ich aber halten, weil da die Gasflaschen hinter sind. Und das hier soll aber weg und die teilen sich halt die Wand da. Das wird also nicht in einem Stück rausgehen. Na gut,
Dann Akkuschrauber und los, ne? Let's go! Ich will gar nicht rummeckern, aber was ich geil finde, 3 Schrauben, 14er, und die da hinten, die da drin ist, eine 15er. Sowas liebe ich ja, ne? Ich bin frustriert, wird auch so bleiben, denn mein schöner Plan hat sich gerade vaporisiert, wenn ich das richtig sehe. Und zwar da oben sieht man es, glaube ich, ganz gut an der Ecke. Die Wandverkleidung ist quasi auf das Holz hinten drauf laminiert. Und somit, wenn ich diesen Block runternehme, ist alles, was hier hinten so aussieht wie eine Wand, gehört halt zu dem Kasten komplett. Ja. Also Plan Wand zu erhalten war gut, funktioniert aber nicht. Also Plan B machen. Dazu haben sie das hier mit ganz kleinen Torx-Schrauben irgendwie festgemacht unten am Boden. Da müsste ich jetzt auch ballen. Geklebt ist es, glaube ich, auch noch. Und ich habe nicht so kleine Torx-Bits mit. Die habe ich natürlich zu Hause gelassen, dummerweise. Aber heute ist ja nicht der letzte Tag. Da werde ich dann nochmal angreifen dürfen. Fuck, Mann! Ja, aber Rückschläge sind ja dafür da, dass man wächst und größer wird und besser und schneller. Ja, wenn der erste Endgegner nicht zu bezwingen ist, was macht man? Man sucht sich den nächsten, und zwar in Form der Mittelkonsole, die hier im Vorderwagen zwischen den Sitzen ist. Die habe ich jetzt zerlegt. Ja, wird aber irgendwie nicht heller. Gesehen, da ist so eine zentrale Schraube. Und da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, ist auch nicht so wichtig, ist das Kopfteil vom Funkgerät. Und jetzt werde ich die Schraube mal lösen und hoffe, ich kriege diesen ganzen Kasten jetzt damit demontiert, weil ich sehe auch keine anderen Schrauben. Ja, irgendwann lerne ich das noch, auch mal Start zu drücken, ne? Wenn ich aufnehmen will. Ich habe jetzt zumindest die Mittelkonsole hier beseitigt, hing an 3 Schrauben, 2 davon waren versteckt. Da hinten im Dunkeln schlummert noch quasi die Head Unit vom Funkgerät. Das muss ich ja ausbauen und zurückschicken. Den mobilen Teil, den habe ich jetzt hier schon mal rausgekriegt. Ja, wer hat die nicht zur Hand, den kleinen Scheinwerfer? Jetzt sieht man das Ganze nochmal. Ich habe trotzdem überhaupt keine Ahnung, wie ich das Ding loskriegen soll. Ich sehe da noch nicht mal vernünftig Schrauben. Ich erahne da 2, aber hier sitzt auf der anderen Seite. Dazu würde mich mal interessieren, die Relais hier, ob das ein Einbau ist nachträglich oder ob das einfach zum T5 gehört. Gut, dass ich davon keine Ahnung habe, da muss ich mir auch keinen Kopf machen. Ich kann mir vorstellen, dass die hier diverse Sachen abgesichert haben, weil hier liegt ja auch einiges an Strom, was auch zum Teil halt nach hinten durchgeführt worden ist, um hinten halt Strom zu haben. Und ich würde denken, die haben das hier abgesichert. Muss ich mir auch gleich noch angucken. Aber ich glaube, jetzt kämpfe ich erstmal mit dem Kasten. Dann nehme ich euch aber gar nicht mit, glaube ich. Da präsentiere ich nachher so in 2-3 Stunden einfach nur Erfolg, ne? Oder 5, 6 oder gar nicht. Man weiß es nicht. Tut mir eigentlich leid, ich hätte wirklich einen Livestream machen können. Das wäre für euch sehr erheiternd gewesen wegen meiner ganzen Horst-Momente. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Also hier unten, ich habe jetzt mal den Deckel aufgeschraubt. Weil ich dachte, da könnte ich irgendwas lösen. Ich wollte an diese Schraube hier ran. Da kommt man von oben halt nicht dran. Ne? Und habe gerade mit Alex telefoniert und mich aufgeregt. Und gesagt, ich bräuchte sowas wie so eine lange Nuss, eine ganz lange Nuss wie so ein Imbusschlüssel. Ja, und zack, ist mir eingefallen, ich könnte auch einen Imbusschlüssel nehmen. Habe ich sogar hier gehabt. Schraube gelöst, läuft. Bevor ich das jetzt aber rausziehe, habe ich mir gedacht, ich kann euch gerade nicht gerade halten, habe den Griff nicht gefunden. Ich klemme mal die Batterie ab und das mache ich jetzt als nächstes, hier einmal Minus abnehmen, wenn ich da an dem Funkgerät ruppe, nicht, dass da irgendwas passiert halt, ne? Also mir. Der Funkgerät ist mir relativ egal. Ja, das Gute allerdings ist, dadurch, dass ich eben ganz viele unsinnige Ideen hatte, habe ich nach Werkzeug gesucht. Ich habe ja hier zwar eine ganze Menge Kram stehen, aber mein richtiges Werkzeug ist natürlich nicht hier, sondern zu Hause, da wo ich es brauche, wenn ich was mache. Also eigentlich fehlt es mir hier. Auf der Suche nach Werkzeug habe ich in der alten Kiste
noch hier ein Bitset gefunden und tada, damit werde ich diese Schrauben jetzt lösen können und vielleicht komme ich der ganzen Aktion hier dann doch noch ein Stück näher. Allerdings vermute ich mal, dass die hier unten auch geklebt haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das gleich läuft, ob ich das überhaupt rauskriege. Gegner 2. Check. Erledigt. So sieht das aus. Das kann man in der Tat 1:1 übernehmen, wenn da jemand Bock drauf hat. Ist eigentlich ganz schön, ne? Wenn man es braucht. Und so sieht mein Bulli jetzt aus. Skeleton! Ja, ich bin auch überhaupt nicht kaputt, wollte ich euch mal sagen. Also mir kostet ja hier so gar nichts, ne? So rumbasteln, ne? Das mache ich alles mit links. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ich bin ja fast drauf und dran zu sagen, passt schon, ne? Muss gar nicht weg. Aber ja, also insbesondere diese Ecke hier macht mir richtig Bauchschmerzen. Weil ich auch noch überhaupt keine Ahnung habe, wie, was, warum, wieso. Da kommen auch noch Kabelgedöns durch. Aber nicht zum Spaß da, ne? Muss ja gemacht werden. Gut, schrauben wir wieder. Okay, ich will ehrlich sein. Sieht nackt aus. Und ich weiß noch nicht ganz, wie ich das hier löse. Das Schöne wäre es natürlich so, wie es vorher war, dass es abgeschlossen ist. Weiß ich noch nicht. Ja. Und um alles Weitere werde ich mich auch kümmern. Hier die Kabel lasse ich erstmal, die habe ich einfach nur abgezwackt. Was das hier ist, sieht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Strom aus. Das ist schon mal gar nicht so uninteressant. Im Grunde war es das und jetzt muss ich mir überlegen oder mal gucken, was es sonst noch so gibt, was ich da machen kann. Aber ist erstmal raus und worauf ich ja so ein Hauch von stolz bin, also jetzt nicht so richtig, aber es ist tatsächlich noch intakt. Also wenn irgendjemand Interesse hat, hier so ein Werkstatt-Holzausbau von T5 lang, kann er sich gerne mal in den Kommentaren melden. Und ich habe das Glück hier im Wilsterberg und da bin ich echt glücklich. Ich mache jetzt hier einfach die Tür zu. Und auch diese Tür mache ich einfach zu. Und damit hat sich das erledigt und kann alles Restliche erstmal stehen lassen. Also ich räume mal ein bisschen zusammen. Ich kann es nicht haben, wenn das Werkzeug verstreut ist. Da bin ich irgendwie pingelig, weil nichts hasse ich mehr als Werkzeug suchen. Ja, aber im Grunde habe ich zumindest jetzt das Ding abgeflackt komplett. Guck mal da. Abgeflackt und das Funkgerät raus, das musste ja auch sein. Das lasse ich jetzt aber auch mal liegen. Das muss ich nicht innerhalb von 2-3 Tagen schicken. Worüber ich mich freue ist, das Funkgerät ist hier jetzt raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt noch ein kleines Stückchen mehr nach hinten konnte. Dadurch. Und kann jetzt entspannter fahren. Hier ist, glaube ich, sogar ein ganzes Stückchen. Merke ich gerade. Also ich habe jetzt hier einfach die richtige Einstellung wieder. Und dadurch, dass das so, was weiß ich, fast 10 cm aufgebaut hat, oder vielleicht waren es auch noch 5, keine Ahnung, weiß ich nicht. Blablabla, ihr wisst schon, kann ich jetzt besser sitzen. Kann ich auch nicht ausprobieren. Batterie lasse ich auch erstmal abgeklemmt, weil ich da hinten halt Kabel einfach nur wild gezwackt habe. Weitere Projekte hier einfacher Art. Ich habe hier noch so eine Handyhalterung von einem Nokia 6021. Besorge ich mir jetzt ein Nokia 6021 oder nehme ich die raus, beziehungsweise, also das kann ich hier irgendwie auch so abnehmen, diese Halterung, und dann kann ich das wahrscheinlich auch abnehmen und wenn ich hier an diesen, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich da was anderes dran schrauben kann, zum Beispiel eine iPhone-Halterung, dann wäre mir ja schon sehr geholfen.
Irgendwie habe ich das vorhin auch dran gekriegt. Und wofür dieser Haken ist, weiß ich auch nicht. Der kommt da auf jeden Fall auch noch weg. Und wenn ich das alles habe, ich habe ja hier hinten gesehen, ist viel dreckig und hier ist auch viel dreckig. Dann wird der Kollege erstmal sauber gemacht. Ich wollte heute eigentlich, das war so ein Gimmick am Rande, was ich machen wollte, ich sitze einmal hier mit meinem Champoniergerät bearbeiten. Aber das habe ich jetzt nicht geschafft. Macht aber auch gar nichts. Es muss ja alles gar nicht heute fertig sein. Und das ist ja das Schöne. Ich mokel hier immer so ein bisschen rum. Mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Wobei die Hauptsachen habe ich heute hingekriegt. Ich brauche gar nicht traurig sein. Ich bin immer so ehrgeizig. Also nicht immer, aber bei solchen Sachen. Und habe ich aber das hingekriegt. Den Einbau raus. Auch wenn ich mir das anders gewünscht hätte, dass die Wände stehen bleiben. Und die Aufkleber alle ab. Und hier das Funkgerät raus. Check, alles da. Ja, ich weiß gar nicht, ob euch das unterhält hier. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Wenn es nicht so ist, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, dass ihr auch so keinen Bock habt. Aber so stelle ich mir meine Vlogs vor. Ich mokel hier so ein bisschen an meinen Autos rum und nehme euch immer mal wieder mit. Ich muss da noch ein bisschen routinierter mit werden. Dann wird es für euch garantiert auch lustiger. Weil mir doch relativ viel auch misslingt, bevor es dann gelingt halt, ne? Aber auch das ist ja relativ normal. Gut, Kinder, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare gerne. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von nach Hause und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Wupp.